Moin Moin und willkommen zurück zu 7 Days to Die. Wie immer mit dem lieben Schattenwolf. Hallo. Ja, wir sind kurz vor der ersten Horde. Ich habe jetzt nochmal eine ganze Batterie an First Aid Bandagen in die Kiste gehauen. Wenn du brauchst, nimm dir welche raus. Und es wird rot. Es wird richtig rot. Die Horde kommt. So, alle Waffen checken, alles geladen. Ich habe bloß den Bogen. Beziehungsweise Ja, Armbrust. Und ein ich habe noch eine Jagdmesser. Kleinigkeit für den Nahkampf. Stimmt, Ja. mein Jagdmesser fehlt mir noch. Das ist sogar eine sehr gute Qualität. Hier, schmeiß ich dir ab. Ergötze dich an So. der Qualität dieses Jagdmessers. Ja, hervorragend. So, von wo kommen Sie? Ich gehe mal hoch. Bei unserem Glück greifen Sie natürlich von der Rückseite aus an. Ja, dafür habe ich ja einen Gang da gebaut. Korrektur, Sie sind hier vorne bei mir. Ganz viele. Vorne, Haupteingang. Haupteingang. Scheiße, wir haben die Gruben nicht aufgemacht. Sie, doch sind Sie nicht durchgebrochen. Der Stacheldraht hält Sie auf. So, Gruppe auf. Alter, der Stacheldraht ist ein Geld wert. Wir haben auch das Licht nicht gebaut. Ja, das haben wir ja mal so richtig verkackt. Gruben sind alle auf. Ich sag ja, der Stacheldraht bringt's. Oh mein Gott, sie brechen durch! Mein Gott, ist das dunkel. Ich kann sie nicht alle aufhalten. Mach mal ein bisschen Licht hier. Nachtsichtgerät an, dann siehst du was. Am Haus ist trotzdem zu hell. Oh, die Nachtzombies siehst du auf 3 Meilen gegen den Wind. Wir haben gerade einen kleinen Denkfehler in der Planung. Was meinst du? Die laufen über ihre Leichen nach oben. Meinst du, die kommen bis hier oben hin? Könnte schief gehen. Mach keinen Horror hier. Es ist ein Horrorspiel. Man darf Horror machen. Weißt du was? Halt mal kurz Stand. Na, hol mal Licht her hier. Boah, machen die einen Krach, Alter. Gott, die war noch mal drin. Linke oder rechte Maustaste? Gute Frage. Links. Licht. Ja, hervorragend. Oh, guck mal, da ist ein Überlebender. Der aber nicht mehr so überlebensfähig ist. Das ist schlecht, dass sie schon an die Tür klopfen. Da ist noch eine Grube im Haus. Zwei noch, wo die durch müssen. Sind aber noch nicht durch. Was das? Nee, da kommen noch welche. Boah, voll daneben. Im Moment, wo ich abschieße, bleibt der im Stacheldraht hängen. Also im Nachhinein würde ich sagen, der Stacheldraht hat mehr geholfen als die Holzbarrikaden. Ja, der Stacheldraht ist echt gut, habe ich ja gesagt. Der macht halt nur nicht viel Schaden, aber der hält die halt ewig lange auf. Dann würde ich sagen, aber sie kann gut tanzen. Ich habe ein Was Problem. hast? Ich habe keine Armbrust mehr. Kaputt? Die ist gerade zu Klump gegangen.
crafte dir schnell einen Bogen. Brauche ich nicht craften, hast du als Ersatz schon liegen. Den habe ich gerade rausgenommen aus der Kiste. Und mein Bogen auch fast klump war. Richtig, da war ja was. Sag mal, Schnuffi, hast du die ganze Pistolenmunition mitgenommen? Was heißt denn die ganze? Ich hab 9 Schuss. Okay. Gott. Mach nicht das Scharfschützengewehr in einmal jetzt. Stimmt. Ich hatte ja bereits eigene Erfahrungen in meiner Singleplayer-Welt gemacht, von wegen Scharfschützengewehre sind scheiße zur Verteidigung. Aber das darf ich zu Klump machen. Hättest du dir selber einen Bogen gecraftet, wäre das schon längst gegessen, glaube ich. Alter, dein Ernst? Es ist Zombie-Apokalypse, man darf doch ein bisschen Spaß haben. Alter, das ist die erste Horde. Das dauert noch, bis wir richtig Munition herstellen können. Ach, lass mir doch mal Spaß. Ich denke nur an die zweite Horde. Wenn dann die Feral-Zombies dabei sind. Musst du dieses böse Wort erwähnen? Oh Scheiße, die kommen hier gleich hoch. Haut sich jemand runter, den Loot aufnehmen? Geh mal. Kommst nicht wieder rein durch die Gruben. Eben. Da unten ist auch noch einer. 2. Wir sind zwar gespürt, aber es kommt keine mehr. Aber ich komme auch nicht mehr wieder rein. Spider-Zombie. Jetzt, okay. Wow! Infiziert. Also ich muss auch sagen, bis jetzt hält die Verteidigung gut stand. Mann, ey.
90 Pfeile habe ich schon verschossen. Läuft. Oh, der hatte guten Loot dabei. Einen kompletten Satz Werkzeug. Jo. Nein, ich hänge im Stacheldraht. Ah. Toll, jetzt verblühe ich. Perfekt. Ich weiß schon, warum ich so viel Aloe Vera besorgt habe. Oh, ich höre einen. Irgendwo höre ich hier einen Zombie. Ein Krabbler. Hier, helf mal mit. Komme. Oh! Rein! Hier kommen zu viele. Weg, weg, weg. Sind wir hier im wilden Westen, wo die Fensterscheiben eingeschlagen werden, oder was? Ich hab durchgeschossen. Tür zu. Da kommen noch mehr. Verreck, du Arsch. Wow. Glaubst du wohl nicht. So, diesmal ein bisschen härter. Wir hätten Schießscharten neben die Tür machen sollen. Oh, verdammt, wir kommen ja gar nicht wieder hoch. So, wenn du hochgehst, mach die Grube hinter dir wieder auf, ne? Ich habe die ganz an der Wand, habe ich die begehbar gemacht. Also ich muss ganz echt zugeben, der Stacheldraht ist gut. Ja, der ist brutal. Bleib da bloß nicht selber drin hängen. Du hast eine Zweiergrube gebaut? Das ist ja gemein. Ja. Nein, ich bin runtergefallen.
Scheiße, scheiße, gib mir Deckung, gib mir Deckung, gib mir Deckung. Oh mein Gott. Mach die Gruppe wieder zu, mach die Gruppe wieder zu. Ich bin am Dach und verteidige. Hallo? Ja? Lass mich hoch! Wie hoch? Möchtest du hoch? Was zahlst du denn? Oh, ich hab noch was in der Tasche hier. Mein Gott, das war knapp. Ich hab noch 30 Leben. Wir haben irgendwo einen Erste-Hilfe-Kasten. Ich hau mir gerade einen Painkiller rein. Nicht die guten Sachen verschwenden. Oh, das gibt's doch nicht! Das dürften die letzten gewesen sein. Ich höre immer noch welche. Da kommt einer angerannt, ein Dicker. Ich bin jetzt übrigens auch unten. Scheiße. Ich empfehle dringend, du solltest lernen, mit der Shotgun umzugehen. Nein! Ernsthaft? 10 Sekunden vor Ende der Horde gehe ich drauf. Ist das nicht Murphy? Ja. Ich bin begeistert. Ich fass es nicht, ey. Jetzt haben wir beide einen Tod. Also der Stacheldraht war hervorragend. Oh Mann, du. Oh, ist ja geil. Du reparierst jetzt mit einem Schlag die komplette Verteidigung. So, wir haben die Horde überlebt. Ich nicht. Schwund ist überall.
dazu. Mal eben kurz gucken. So, die Verteidigung ist wieder aktiviert. Beziehungsweise die Gruben sind wieder leer. Deine komplette Altmetallrüstung für den nächsten Stadtaufenthalt ist in der Versorgungstruhe. So, das, was jetzt auf jeden Fall dann noch fehlt, ist die neue Hütte. Ja, das werde ich jetzt auch noch in Angriff nehmen. Ich werde jetzt noch mal einmal runtergehen und da schon mal ein paar Klamotten installieren. Oh, wie doof, ey. Fällt man da runter und lässt sich umbringen. Ich fass es nicht. Ich hab dir einmal Black Cowboy Boots und Ledermantel reingelegt. Könntest du die bitte einmal zerlegen? Wo hast du die reingelegt? Untere Versorgungstruhe. So. Gab nicht das, was ich erhofft hatte. Aber wir haben sogar Mechanical Parts bekommen. Na gut, wie viele haben wir jetzt? Also ich habe als Loot 3 gekriegt. Na mal hin. Soll ich Beton mischen lernen? Ja, auf jeden Fall. Weil damit kannst du nachher unsere Wände verstärken, die ich vorgebaut habe mit den Pflastersteinen. Okay. So. Dann haben wir noch eine Schatzkarte. Oh, das wird so eine Aufarbeitung werden, das ganze Zeug hier runter zu karren. Oh, ich bin sowas von blind. Eben ein bisschen was essen. So, fehlt mir nur noch Construction Tools auf 50. Und dann kann ich auch die Schmiedestation. So, ich nehme jetzt die beiden Schmieden mit. Die beiden Amboss, die bereits gefertigt wurden. Ja, so, sag mir, was du brauchst. Ich pack mit an. So gesehen brauche ich erstmal nur den vorbereiteten Baukram, den ich bereits fertig habe. Okay. Oh, da hat aber jemand fleißig produziert. Von was? Erste-Hilfe-Bandagen. Ja, sag ich ja. So, mal kurz gucken. Ah, 5 Minuten habe ich noch. Das schafft da. Moment. Gott. Ich brauche noch geschmiedetes Eisen, um meine Armbrust zu reparieren. Oh, den gleichen Fail wie letztes Mal, ne? Du bist wieder runtergefallen. Und wieder auf den Boden schmeißen. Es schmeckt einfach besser auf dem Fußboden. Frag deinen Hund. Ja, genau. Ich fass es nicht, ja. Wow. Also das Reparieren hat jetzt gerade richtig Material gekostet, also Qualität. Die haben uns aber die Ecke ganz schön eingerannt. Findest? Ja, minimal. So. Dann neue Butze. Also Steine und sowas machst du dann vor Ort, oder was? Ja, ich will drüber auch noch eine Mine anfangen. Wir haben doch noch die Schatzkarte, ne? Ja, die kannst du diesmal lesen. Ich hatte die letzte. Wollte ich grad sagen. Dann kümmere ich mich nämlich darum. Vor
vor allen Dingen in der nächsten, also ich versuche jetzt mit deiner Hilfe natürlich das ganze Haus einmal umzuräumen. So dass wir drüben erstmal nichts mehr weiteres brauchen. So, dann erstmal direkt um Schatz kümmern. Und hast du. Vielleicht erstmal das Inventar leer machen. Oh nee, komm! Das ist echt nicht mein Tag heute, ne? Du hast jetzt die Schatzkarte auf den Boden geschmissen. Nee, ich bin erstmal in Stacheldraht gerannt und verblute eine Runde. Ach, Mann, du. Nee, auf. Ich schmeiß jetzt auch erstmal alles so in die Kiste, da wir eh bald umziehen. Mhm. Vor Ort können wir ja neu sortieren. Richtig. Müssen wir ja eh. Wenn du dann alles rausnimmst, musst du auch neu einsortieren. So, Schatztruhe, da lang. Sag nicht, es geht wieder in die Wüste. Ja, meine Schatzkarte war ja auch, die hatte ich ja hinten beim Händler aktiviert. Und die hat mir halt direkt hinter unserem Haus den Schatz gegeben. Unterwegs erstmal wieder Yucca einsammeln, dass man sich zur Not ein bisschen Juice machen kann. Auf jeden Fall. So, unsere Verteidigungsfestung ist in Sicht. Ich möchte gar nicht wissen, was für uns da als an Loot gerade eben flöten gegangen ist. Da waren auch ein paar Überlebende, hier ein paar Survivor-Zombies mit bei. Die haben meistens guten Loot. Das stimmt, ja. Aber nützt ja nix. Kannst du ja nicht runter während der Horde. Nee. Gut, kannst du schon, aber man hat ja bei mir gesehen, was dann passiert, wenn man da dann festhängt. Oh, ich habe eine Nitrasiumader gefunden, die hau ich erstmal weg. Mitnehmen. So. Das kann man ja nicht liegen lassen. So, besetzt ist alles. Hier kommt ja noch eine Tür rein. Und natürlich kann ich keinen Hirsch einfach links liegen lassen, weil die mir direkt vor der Nase rumrennt. Mann, heute läuft doch gar nichts. Kann ich nicht mal mehr einen Zombie mit Messer killen hier? Lass mich raten, du blutest. Nee, das nicht, aber... Er hat mich getroffen. Okay. Von unserem Haus ist der Airdrop übrigens nur stumpf die Straße geradeaus. Hat auch was. So, Messer ein bisschen skillen. Hier ist noch eine Nitratiumader. Alles mitnehmen. Ich glaube, uns geht eher die Kohle aus wie das Nitratium, du. Glaube ich nicht. Wir haben über 700 Kohlen auf Lager. Oh, wenn wir dann die Chemiestation haben, mache ich aber Schießpulver ohne Ende. Du? Dachte ich.
Und hier unten können wir wenigstens in aller Ruhe mal sämtliche Setzlinge neu setzen. Ja, boah, der Regen ist ganz schön laut hier. No whisper target found. So, 100 Holzrahmen fertigen. Ich habe mir übrigens überlegt, wir machen den Verteidigungsgang 3 breit. 2 ist mir ein bisschen zu eng. Okay. Dann müssen wir zwar ein bisschen Erdarbeiten machen, das passt mir zwar so nicht, aber was willst du machen? Oh, ich sehe gerade, wir sind übrigens wieder an der Zeit. Ah, okay. Na gut, dann... Das heißt, dass ich jetzt nur eben da ans Ufer schwimmen muss. Ist ein bisschen doof, so mitten im Wasser abzumoderieren. Mhm. Ich kann schon nach dem Ufer greifen. So, also, wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen, einen Kommentar oder ein Abo da. Schaut mal beim Schattenwolf rein oder wenn ihr beim Schattenwolf guckt, schaut mal bei mir rein. Und ja, ne, sehen wir uns morgen. Nee, Quatsch. Wann kommt die nächste Folge? Freitag. Ja, Freitag. Dies ist eine korrekte Aussage von Ihnen. Ja, dann, ne, bis Freitag. Tschüss. Tschüss.